Das ist meine größte Angst. Präsentation, aka Referate. Ah! 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 Ich kann doch nicht der Einzige sein. Man steht ganz alleine vor der gesamten Klasse und muss 10 Minuten über ein Thema reden, wovon man keine Ahnung hat. Pferde sind Tiere und Pferde sind cool. Dankeschön. 5 Minus. Setzen. So sahen 50% meiner Präsentation aus. Und wie sahen die anderen 50% deiner Präsentation aus? Ganz einfach, die sahen so aus. Ich war einfach krank an den Tagen, wo ich meine Präsentation hatte. Lifehack. 5 Minus. Noch kein Lifehack. Wie dem auch sei. In diesem Video zeige ich euch 4 verschiedene Arten von Präsentationen. Und ihr sagt mir am Ende, welche Art ihr seid. Kleiner Spoiler, die 4. Art in diesem Video ist meiner Meinung nach am schlimmsten. Let's go! Der Nervöse. So, Martin, du bist. Ich? Gibt's hier noch einen Martin? Nein, so einen beschissenen Namen hast nur du. Na los, was schaust du? Du bist dran. Okay, chill, du Hosenscheiße, ich schaff das schon. Ich kann den Text, ich habe ihn gestern den ganzen Tag auswendig gelernt. Ich beginne einfach. Komm, was soll schon schief gehen? Willkommen zu meiner Präsentation über... Heilige Schimpanse, über was ging nochmal meine Präsentation? Oh nein, der Lehrer schaut schon böse. Mann, Gehirn, arbeite doch mal. Was war noch mal mein Thema? Leco mio, Martin, hast du dich nicht für deine Präsentation vorbereitet? Doch, ich habe mich für die Präsentation vorbereitet hier, Junior. Martin. Ja? Atme tief ein. Und jetzt steck deinen Finger in den Po. Heilige Macaroni, was ist los mit dir? Kannst du nicht mal einen normalen Satz ausspucken? Sorry, ich bin nervös. Letzte Chance. Okay, das ist jetzt meine letzte Chance. Ich spann meine Pobacken an und yalla. Willkommen zu meiner Präsentation über Italien. Italien befindet sich in Europa. Das Lieblingsessen von Italienern ist Pizza. Martin. Neben dem essen sie auch, einen Augenblick, essen sie auch Pasta. Martin! Oh nein, wieso zitter ich so? Alles gut? Ja. Nein, gar nichts ist gut. Sollen wir einen Krankenwagen holen? Nee, passt schon, alles gut, ja. Oh. Der Nächste. Das schlechte Duo. Leute, man muss ja nicht immer alleine präsentieren. Es gibt ja auch Referate zu zweit. So, Schüler, sucht euch einen Partner aus für das Referat. Okay, krass, ich darf mir einen Partner aussuchen. Nehme ich einen Streber und sichere mir so eine gute Note. Oder nehme ich doch lieber meinen Crush und versuche so mit ihr Kontakt aufzubauen. Oder ich nehme meinen besten Freund, der dümmer als ein schimmeliges Toastbrot ist und keine Ahnung von Referaten hat. Milan, wen nimmst du? Nicht schon wieder die beiden. Bingo. Ich nehme meinen besten Freund als Partner. Und dann wundere ich mich jedes Mal, wieso ich eine schlechte Note bekomme. Ist ja doch klar. Ihr dürft beginnen. Beginnen. Nein, du beginnst. Bro, wir haben davor ausgemacht, dass du beginnst. Ich kann mich nicht daran erinnern. Du Idiot, fang einfach an. Dein Vater ist ein Idiot. Schon. Er ist daran schuld, dass du geboren bist. Ich mach die Arbeit an. Was redest du da? Gar nicht. Hey! Wollt ihr heute noch präsentieren? Beginn einfach. Na gut. Heute reden wir über das Thema Pferde. Du bist. Oh. Pferde essen, wenn sie Hunger haben, Äpfel. Genau, jetzt kommen wir zur Ernährung des Pferdes. Das Pferd ernährt sich von Äpfel. Stopp, Mehmet. Du hast nur die Aussage von Milan wiederholt. Doch, Milan hat gesagt, dass Pferde Äpfel essen. Und du hast gesagt, dass sich Pferde von Äpfel ernähren. Das ist genau das Gleiche. Stimmt nicht. Macht einfach weiter. Okay, wir gehen jetzt zum nächsten Punkt. Pferde können 2 bis 3 Meter groß werden.
Genau, jetzt kommen wir zum Körper des Pferdes. 200 bis 300 Zentimeter können sie groß werden. Der lachen muss. Ich mag meinen Bro. Aber manchmal hasse ich diesen Typen mehr als jede andere Person auf dieser Welt. Ihr fragt euch, wieso? Samuel, bist du bereit? Na dann. Vorerst will ich erwähnen, dass... Samuel, was gibt's da zu lachen? Sorry, ich war kurz abgelenkt. Na gut, fahre fort. Bro, hör auf mit der Scheiße. Nö. Ich hab's doch nicht bei dir gemacht. Mir egal. Bro! Na los, beginn endlich! Ich wollte vor der Präsentation anmerken, dass die... Sorry, ehrlich. Dass die Information aus meinem Referat, die... Bruder! Du Hundesohn! Samuel, das ist meine letzte Verwarnung! Wir sind nicht im Theater! Das Referat entscheidet deine Note im Zeugnis. Sie haben vollkommen recht, ja. Es tut mir leid. Bro, bitte hör auf. Wenn ich eine schlechte Note bekomme, macht mein Vater Döner aus mir. Ich will sehen, wie dein Vater Döner aus dir macht. Du bist schlimmer als der Teufel. Kannst du dich zusammenreißen? Ja. Ja. Na dann, also. Yeah! Reiß dich zusammen. Du darfst nicht lachen. Ignoriere es einfach. Es ist nicht witzig. Okay, das funktioniert also nicht. Aboom de la Kaka. Okay, das reicht mir. Du bekommst einen nicht genügend. Der zu leise ist. Diese Art ist die schlimmste Art. Wie kann man bitte so leise reden? Hallo miteinander. Heute präsentiere ich... Entschuldigung, kannst du eventuell lauter reden hier hinten? Ich verstehe gar nichts. Nicht. Was? Bei Gott, ich verstehe nichts, was du sagst! Was? Katharina, kannst du vielleicht etwas lauter reden? Ja, ich höre schon. Hä? Kann hier irgendwer ein beschissenes Mikrofon besorgen? Hallo? Test, Test. Ist so besser? Ja. Also, meine Präsentation geht heute über den Pazifik. Das ist ein sehr großer Ozean und das ist der westliche Küste von Nordamerika. Heilige Macaroni, das kann doch nicht sein. Ich verstehe Sie nicht einmal mit einem Mikrofon. Der Pazifik ist einer der größten Ozeane auf der ganzen Welt. Hey, kannst du ehrlich nicht lauter reden? Hey, ich versuch's doch. Red einfach wütender. Was? Wütender, mit mehr Kraft. Okay. Stell dir vor, ich hätte deine Mutter geboxt. Das ist schlimm, oder? Ja. Yeah. Du wärst wütend auf mich, stimmt's? Ja, sehr. Perfekt. Nimm diese Emotion und schrei mich an. Oh, ja. Was für ein Pferdemädchen. Was für ein Pferdemädchen. Was für ein Pferdemädchen. Was für ein Pferdemädchen. Hey! Was hast du zu mir gesagt? Wann kannst du laut reden? Ich zeig dir, wer ein Pferdemädchen ist. Und was sagt ihr? Welche Art von Präsentation fandet ihr am schlimmsten? Und welche Art von Präsentation seid ihr? Schreibt es in die... Kommentare. Im letzten Video habe ich gesagt, dass ihr 5000 Likes voll machen sollt, wenn ihr ein weiteres Video wollt. Ich habe euch unterschätzt. Die 5000 Likes hatten wir nach ein paar Stunden voll. Geht es euch gut? Deshalb, bei 10.000 Likes kommt ein weiteres Arten von Präsentation Video. Ich bin gespannt, ob wir das knacken werden. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welche Ehrenmann oder welche Ehrenfrau genau bis jetzt geschaut hat. Wie immer, als kleines Dankeschön blende ich 3 Kommentare von euch ein. Und falls ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen random Kommentar in die Kommentare. Let's go! So Leute, das war's wieder mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. 10.000 Likes. Abonnieren nicht vergessen, wir sind bald 700.000 Follower. Und bye!